Willkommen aus München, wo wir den Amazon Fire TV Stick hier im Test haben. Den haben wir angeschlossen an einen LG-Fernseher, der noch nicht ganz so smart war früher. Hiermit konnten wir noch per USB einfach eine Festplatte anschließen und ein paar Filme aufnehmen, aber noch kein WebOS hatte der. Also das ideale Gerät, um hier auszuprobieren, was man mit so einem coolen Multimedia-Stick alles machen kann. Denn für nur 39 Euro oder je nachdem, welche Version man gekauft hat, als Prime-Member oder nicht, gibt's das Gerät hier wirklich für einen günstigen Preis und mit mehr Funktionen, wie zum Beispiel bei einem Google Chromecast, der zwar eine ähnliche Größe hat und ähnliche Funktionen hat, aber zum Beispiel nicht mit einem Store aufkommt oder hier zum Beispiel uns erlaubt, Netflix, Amazon Prime und ähnliches direkt auf dem Fernseher anzuschauen, sondern man benötigt immer noch ein Android-Gerät. Na, das Schöne ist, ich zoome jetzt mal hier kurz raus, wir bekommen dazu eine kleine Fernbedienung, die schaut so aus, die haben wir euch in dem Unboxing-Video gezeigt, da sind 6 Knöpfe drauf und noch ein paar Wegtasten und ein Bestätigungsknopf, beziehungsweise wir können die Doppel-A-Batterien hier rausnehmen und dann entsprechend austauschen, falls mal leer sein sollte, aber im Gegensatz zum Fire TV hat der Fire TV Stick die Fernbedienung keine Mikrofon eingebaut. Das ist ein bisschen schade, deswegen am besten ihr holt euch ein iPhone, also ein iOS-Gerät oder ein Android-Gerät. Für die beiden Systeme gibt es hier aktuell das Fire TV Stick Remote, natürlich komplett kostenlos. Das schaut dann so aus und ihr könnt hier zum Beispiel mit einer Bewegung nach unten, hier wie ihr sehen könnt, links einmal runter im Menü gehen, hoch ins Menü gehen. Ihr könnt mit einer Bestätigung einfach also das Display hier berühren, dann kann ich sagen aktuell und dann geht ihr in die aktuellen Apps rein. Ich kann aber auch hier zurückgehen, auf Home gehen oder auch die Settings aufrufen, ist auch alles möglich hier. Jederzeit kann ich die Tastatur drücken, aber das Wichtigste hier ist wahrscheinlich wohl einfach, dass ich per Mikrofon sofort suchen kann. Also ich kann jetzt hier direkt von der Startseite zum Beispiel suchen Big Bang Theory. Beim Suchen ist wichtig, ihr zieht das Mikrofon runter, haltet das fest und dann lasst ihr hier entsprechend wieder los, wenn ihr fertig seid. Ihr seht, auf dem Display steht Big Bang Theory. Ich brauche jetzt nur bestätigen, indem ich einmal drauf tippe und schon wird mir Big Bang Theory rausgesucht. Aber ihr könnt nicht nur nach Serien direkt suchen, ich drücke jetzt mal hier kurz wieder Home, sondern ihr könnt auch nach Schauspielern suchen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Alec Baldwin. Schon, wie ihr sehen könnt, wurde richtig erkannt. Ich gehe hier rein und schon können wir hier zum Beispiel Serien und Filme mit Alec Baldwin sehen, beziehungsweise hier Meryl Streep ist er zum Beispiel drin, das weiß ich ganz genau. Upper East Side Love auch, da ist er noch relativ jung im Hintergrund zu sehen und wahrscheinlich bei den anderen teilweise als Stimme oder als kleinerer Schauspielteil, beziehungsweise 30 Rock auch natürlich als komplett der Chef von NBC. Also ihr seht, das funktioniert schon mal wunderbar, könnt ihr jederzeit hier wieder zurückgehen und hier auch alle 6 Knöpfe anzeigen lassen, wenn ihr wollt. So viel also kurz zur App. Jetzt zoomen wir aber wieder ins Bild rein, denn ich habe extra für diesen Test noch hier den Controller mir hier von Amazon liefern lassen. Den könnt ihr auch ganz einfach verbinden, indem ihr hier die Doppel-A-Batterien reinlegt. Der kostet dann zwar auch nochmal 50 Euro und ihr könnt den leider nicht wirklich mit anderen Geräten benutzen, obwohl der über Bluetooth verbunden ist, aber dafür ist es wirklich easy, den anzuschließen, indem ihr einfach Batterien einlegt, 50 Sekunden die Home-Taste drückt und dann fängt es hier hinten an zu blinken und erkennt sofort hier, dass wir verbunden sind und ich kann dann hier wunderbar auch einfach im Menü hoch runter gehen. Wie ihr sehen könnt, ich sitze einfach jetzt hinter der Kamera und kann hier wirklich mit den Pfeiltasten einfach hoch und runter gehen oder auch hier natürlich links, wobei rechts nicht. Aber zum Beispiel bei Spielen, und das seht ihr hier links in der Liste, gibt es auch Spiele. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu Chromecast. Könnt ihr einfach hier reingehen. Ich habe mir jetzt schon 2 Spiele runtergeladen, das hat ein bisschen lange gedauert. Hier zum Beispiel bei Beach Buggy, bei Tetris war es dann relativ schnell. Aber ihr könnt hier bei weiteren Infos auch nachschauen, zum Beispiel was ihr für Erfolge habt. Schon, ihr könnt einen kleinen Überblick euch anschauen. Leider habt ihr allerdings eine Größe von hier zum Beispiel 80 Megabyte bei dem Spiel und wir haben leider nur 4 GB wirklich frei auf dem 8 GB internen Speicher hier von Amazon und den können wir leider nicht erweitern im Vergleich zum Amazon Fire TV, wo man den erweitern kann per USB-Stick. Hier haben wir beim Fire TV Stick wirklich nur den internen Speicherplatz zur Verfügung für Spiele, was aber noch ganz okay ist, denn man kann diesen auch hacken. Wir werden euch das zeigen, wie man hier zum Beispiel eine XBMC-ähnliche Software dann drauf spielt, beziehungsweise wie das dann ungefähr ausschaut. Also, bevor wir hier lange rumreden, fangen wir einfach mal hier mit dem Spiel an. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht so halten, damit ihr sehen könnt, wie ich spielen kann, beziehungsweise ich kann es am Anfang machen. Aber was ich ganz schön finde an der Fernbedienung schon mal ist, na,
so ist jetzt wieder rausgegangen, dass wir hier auch die Multimedia-Tasten haben und die 6 Tasten, die wir eigentlich vorher schon gesehen haben, beziehungsweise wir haben auch hier die extra Tasten, die wir von Microsoft kennen. Hier steht nochmal eine kleine LED, die uns anzeigt, glaube ich, wie voll der Akku ist oder die Batterien sind, und natürlich hier die entsprechend gleichen Knöpfe wie von anderen Controllern eigentlich auch kennen. Ich halte es mal ein bisschen weiter weg, dann sieht man es vielleicht ganz gut, aber an sich ist es nur eine, ich sage jetzt nicht billige Abklatsche von dem Microsoft-Controller, aber es ist ziemlich ähnlich zu den Microsoft-Xbox-Controllern. So, wir sehen können, ich habe hier alles auf Deutsch, ich kann hier gleich auf Spielen gehen, ich könnte mich auch einloggen, wir können auch mehr Spielermodus wählen, aber ich mache jetzt einfach mal Karriere hier schnell und sage Serie auswählen und dann losspielen. An sich ist es genauso, wie man es von Android schon kennt, nicht wirklich ein besonderes Spiel, das ist ähnlich wie Mario Kart, Grafik ist okay, generell kann der Fire TV-Stick ja Full HD ausgeben. Aber jetzt überspringen wir mal hier ein bisschen einfach und ja, wir sind da noch ganz am Anfang und man sieht auch ein bisschen Kanten hier. Aber genau, mit dem der rechten Schultertaste kann ich hier Gas geben. Dann hier links wunderbar steuern. Mit der linken Schultertaste bremsen. Und ja, ihr seht, es läuft relativ flüssig, macht ganz gut Spaß. Aber natürlich könnte es ja auch eine bessere Grafik sein. Ich weiß, der Stick ist jetzt winzig und so. Aber ja, es ist halt für kleineren Spielspaß auf jeden Fall okay. Wenn ihr mal einfach im Hotelzimmer euer Kind lassen wollt, einfach den Stick mitnehmen, Spiel dabei haben, anstecken. Und ich glaube, wenn ihr im Internet dann angemeldet seid, geht das wunderbar. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, wie das geht. Wir gehen dann nämlich nochmal in die Einstellung rein. Das war jetzt genug. Beachbuggy, ich kann jetzt einfach hier rumdrücken. Und schon sind wir dann aus dem Spiel raus und ich kann hier etwas anderes machen. So, und zwar gehen wir jetzt, ich nehme jetzt einfach mal hier den normalen Controller oder hier die normale Fernbedienung und kann einfach mal in die Settings reingehen. Ich glaube, das interessiert die meisten Leute. Und zwar können wir hier, wie ihr sehen könnt, teilweise Kindersicherung einstellen. Wir können den Game Controller auswählen, wir können Anwendungen anschauen. Zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, gibt es ein paar Einstellungen. Auch unsere Fotos können wir anzeigen lassen aus der Amazon Cloud. Es gibt ja eine Unlimited Amount, also Unlimited Speicherplatz von Amazon hier für uns zur Verfügung, was Fotos angeht. Und wir können auch die installierten Apps verwalten, also auch deinstallieren und schauen generell einfach, wie groß diese Apps sind. Denn es kann natürlich sein, dass ihr einfach mal keinen Speicherplatz mehr habt. Tetris zum Beispiel 20 MB und so weiter. Und das war es dann auch schon. Wenn ihr ins Ende kommt, könnt ihr dann rausgehen. Wir können kurz ins System gehen. Hier müsst ihr auf jeden Fall dann das Netzwerk einstellen. Wir sehen könnt, ich bin gerade im WLAN drin. Wenn ihr hier reingeht, könnt ihr entsprechend die Netze suchen lassen und dann zum Beispiel im Hotel. Funktioniert das auch über diese Startseiten, die es im Hotel gibt, wo man sich noch anmelden muss. Das geht hier auch wunderbar. Ich kann euch dann aber empfehlen, benutzt nicht die Fernbedienung zum Eingeben eurer Passwörter, sondern einfach ein Smartphone, denn da ist die Tastatur viel angenehmer zu gebrauchen. Also wie ihr sehen könnt, hier auf jeden Fall schon ein paar Netzwerke drin und man kann auch versteckte Netzwerke hinzufügen. Das habe ich zu Hause gemacht. Bitte nicht stören, das wäre dann keine Notifications von Apps. Und es gibt natürlich auch Entwickleroptionen, Zeitzone, Sprache, Rechtliches, Neustarten und auch Werkzeugeinstellungen zurücksetzen. Hilfe und mein Konto ist sehr wichtig, damit ihr, falls ihr euren Stick mal verkaufen wollt oder einfach ja, jemand anderem weitergeben wollt, falls ihr euch abmelden wollt, hier geht es auf jeden Fall ganz einfach. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade angemeldet und ihr seid auch sofort angemeldet, falls ihr über Amazon einen Account habt und euch so einen Stick kauft, werdet ihr gleich angemeldet hier begrüßt. Das ist ganz schön, ihr müsst also nicht selber ein Passwort eingeben und ähnliches. Außerdem wollt ihr natürlich andere Apps benutzen, wie zum Beispiel Netflix, was ich jetzt auch mal zeige, wie wirklich schnell das geht. Ich klicke hier kurz drauf, dann lädt das und es dauert wirklich vielleicht nur 10, 15 Sekunden, bis wir unsere erste Serie hier auswählen können, falls wir kein Amazon Prime haben. So, das ist jetzt mein Dad, der sich hier anmeldet. Ich muss dann nochmal OK drücken. Und dann seht ihr hier schon, hier haben wir eine Serienliste. Die ist schön lang und vor allem kann ich dann hier in HD auch Serien anschauen. Zum Beispiel Marco Polo würde ich jetzt sagen in 4K, weil Marco Polo wäre in 4K, aber natürlich kann der Amazon Fire TV Stick nur Full HD abspielen und ich kann jetzt einfach OK drücken und schon wird Marco Polo hier in HD gleich abgespielt. Dazu spule ich jetzt mal ein bisschen vor. Mit der rechten Taste kann ich hier mal 10 Sekunden vorspulen. Wie ihr sehen könnt, da sind auch so einzelne Bilder noch immer unten drin. Das finde ich sehr schön, wenn ich einmal nach unten gehe. Beziehungsweise einfach mal kurz, ups, ich habe Home gedrückt, Entschuldigung. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man außersehen auf Home drückt, kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte hier wieder rein, dann fängt er nämlich das Ganze wieder von vorne an. Also ich kann nicht eine Liste an Apps sehen, die gerade offen sind, beziehungsweise ich habe es gar nicht probiert, ob ich mit der Zurücktaste wieder nicht einfach zurück könnte. Aber wie ihr sehen könnt, dann wird es wahrscheinlich nicht nochmal laden.
Er soll jetzt einfach nochmal versuchen, mit Netflix zu verbinden. Eventuell haben wir gerade einen WLAN-Fehler hier, aber ihr habt gerade gesehen, es ging noch. Wir haben übrigens Internet von Kabel Deutschland hier. Also wir können hier Marco Polo Staffel 1 abspielen. Und ich glaube, der fragt uns dann, glaube ich, auch nochmal, wo wir aufgehört haben oder ähnliches. Oder auch nicht. Na, auf jeden Fall, was ich zeigen wollte, wenn ihr hier kurz nach unten geht, könnt ihr auch bei Netflix vor allem mehrere Sprachen auswählen. Das finde ich sehr positiv. Das geht bei Amazon nämlich oft nicht. Und auch Untertitel. Also ihr könnt zum Beispiel sagen Französisch, ihr wollt jetzt Französisch lernen oder Spanisch lernen und dann zum Deutschen Untertitel haben und dann ist das schon mal relativ schön. Was ich jetzt aber auf jeden Fall zeigen wollte ist, wie gut die Qualität ist. Es geht bei Marco Polo relativ schön, weil wie gesagt, das Ganze wurde in 4K aufgenommen. Also spulen wir mal ein bisschen vor, irgendwo wo es ein bisschen farbiger wird. Übrigens eine Serie, die ist relativ gut. Games of Thrones ähnlich, ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Games of Thrones ähnlich, aber bisschen eher im asiatischen Bereich. Du besitzt einen klugen Geist für einen Lateiner. Ich hatte eine Forderung gestellt. Also ich würde sagen, ihr merkt über Standard DSL, wir haben eine 16.000 Leitung, sieht das gut aus. In HD, macht Spaß und vor allem muss man auf nichts warten. Man drückt, es passiert sofort was. Und es ist wirklich cool. So, ähnlich schaut es aus, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach hier auf Prime Video gehen. Ich habe hier auch einen Prime-Account natürlich. Und dann können wir hier sagen, wir möchten Heroes anschauen oder einen Film. Oder das ist eigentlich auch eine Serie hier anscheinend. In Prime inbegriffen heißt, ich kann jetzt einfach die erste Staffel, nullte Folge anschauen. Und auch hier bei Prime natürlich, ihr müsst nicht warten. Ich kann mit rechts immer hier auch 10 Sekunden vorspulen. Weil es jetzt gerade so ein Behind-the-Scenes-Ding ist. Wenn ich hier nach unten gehe, haben wir leider nur die Option, ob wir HD wollen oder nicht. Oder wir drücken hier die drei Tasten und wir können sagen, nächste Folge oder erneut starten. Rechts unten steht es dann hier als Option, aber mehr haben wir hier gar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Jederzeit kann ich aber, wie gesagt, zurückgehen und man kann, ja, wie ihr sehen könnt, eigentlich noch viele andere Optionen hier auch auswählen. Also ihr merkt, das Ganze wirklich extrem einfach zu gebrauchen ist. Ist es schnell, man muss auf nichts warten. Es macht Spaß. Wir haben einen Haufen Apps, wie zum Beispiel AirReceiver, können wir auch mit Apple uns dann hier anscheinend verbinden. Habe ich gar nicht gewusst. Ganz praktisch. Ihr könnt auch ARD Mediathek runterladen, YouTube zum Beispiel runterladen. Ihr könnt eure eigene gekaufte Musik hier anhören. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein paar Lieder von Daido oder von anderen Teilnehmern. Oder ich kann auch hier meine Fotos anschauen. Ich glaube, ich habe jetzt gar keine. Ich habe keine Fotos bisher angemeldet. Aber dann könnte ich auch hier diese anschauen. Sofort. Hier zur Musik nochmal. Spielen wir nochmal ein Lied ab. Vorsprung kann ich hier nicht. Wie ihr merkt, bisschen schade. Aber so schaut es ungefähr aus, also auch als Partyplayer wunderbar. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier Spotify als App suchen würden, sollte das ja auch noch klappen. Ich gehe mal kurz auf Apps. Das interessiert mich jetzt privat einfach noch. Wie ihr sehen könnt, suchen kann man jetzt hier nicht unbedingt. Musik. Und als Spotify schon als erstes da. Leider nur 2 Punkte bekommen mit 216 Bewertungen. Aber wenn ich jetzt Home gehe und wir nicht ganz so lange suchen wollen, es gibt ja auch eine Suche und dann könnte ich jetzt hier einfach sagen suchen. Und wie gesagt, ihr müsst nicht hier das benutzen, ihr könnt dann einfach euer Smartphone rausholen. So, und dann kann ich hier sagen Tastatur. Genau, und dann erscheint die Tastatur und dann könnte ich jetzt hier auch zum Beispiel sagen Putt-Putt. Und wie ihr seht, da unten ist es und dann, wie gesagt, bei der Fam hier einfach da nach unten ziehen und schon müsstet ihr, einmal Tastatur drücken, genau, und dann einmal nach unten und nochmal nach unten und schon seid ihr bei Putt-Putt bzw. Putt-Putt TV, je nachdem, und dann einmal berühren zum Auswählen und schon ist da die App und dann nochmal berühren zum Aufmachen und dann hier anscheinend links und rechts. So im Menü hin und her gehen ist nicht ganz so praktisch oft, da finde ich die Fernbedienung normal ein bisschen praktischer, aber als Mikrofon und Tastaturenersatz die App natürlich super hier für iOS und Android.
Genau, das war es ja auch schon mit meinem Test. Wie ihr merkt, ich bin begeistert für 40 Euro, was man alles kriegt von Amazon. Natürlich, ihre Hauptaufgabe ist dann, denke ich mal, dass sie euch noch ein bisschen im Prime versüßen und ihr dann mal hin und wieder ein paar Inhalte kauft aus ihrem Store. Aber wie ihr seht, man muss es gar nicht. Ihr könnt einfach Netflix benutzen oder andere Anbieter. Ich glaube mal Maxdome oder ARD oder ähnliche sind hier auch drauf. Und es ist einfach schneller wie über euren Fernseher. Denn bis der Fernseher an ist und ihr dann auf HDMI gewechselt habt, ist der Fire TV schon längst hochgefahren. Der braucht wirklich echt nur ein paar Sekunden. Also das war es auch schon, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gál, das war hier der Amazon Fire TV im Test. Bald, wie gesagt, mehr Inhalte dazu, wie man es ein bisschen besser vielleicht ausnutzt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.